So, starten wir nochmal hier in New World eine weitere wichtige Quest. Und zwar, alte Steine erinnern sich. Die wichtigste Quest sozusagen, die man ja ab Level 14 erledigen kann. Und mit der man dann hier seinen Stab bekommt, mit dem man dann halt in Instanzen rein kann. Alter, deswegen, das ist so eine der Hauptquests. Und die geht ja los hier beim Fischers Fritze hier unten in der Ecke. Da ist ja praktischerweise auch direkt so ein Wegpunkt. Kann man sich hinporten. Und dann ist hier der erste Punkt hier oben. Durchsuche die Ruinen nach Hinweisen. Okay, der Vergangenheit ist eigentlich das. Okay, also rein da in den Aal. Und dann gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Schön einmal durchbrätseln. So, dann müssen wir jetzt hier gucken, ob wir da was finden. So, guck mal, er rennt hier schon rum. Ah, guck mal, da war was. Hier. Gucke mal da. Das scheint doch schon so das Richtige zu sein. Ey. So, haben wir denn das jetzt erledigt? Ja, wir haben es erledigt. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal eben, wie es weitergeht. Also, das haben wir jetzt erledigt. Durchsuche. Habe ich die denn jetzt durchsucht? Aha, jetzt geht's hier weiter. Das eine Schild habe ich jetzt hier durchsucht. Das heißt, jetzt geht's hier unten hin. Wie komme ich denn da hin? Vielleicht über die Felsen hier. Also, da ist der Punkt. Weiter geht's. Ach, guck mal, das geht hier tatsächlich runter hier. Diese komische Staumauer oder was das ist. Ich renne einfach mal hier runter. Zack, hier sind wir schon in der nächsten City. Mahlzeit, Männers. Moinsen. Gehen wir mal eben hier durch. Guck mal, da ist so ein Geist irgendwie. Alter, so ein Elite-Geist auch noch. Sehr gut. Und da hinten ist schon die Tafel. Da sieht man sie schon wieder. Oh, 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 nicht runterfallen hier. Da ist schon die Tafel. Wie kriegen wir die denn jetzt hier alle platt? Guck dir das an, Alter. Frostmage for the win. Gut, die sind natürlich jetzt auch ein paar Level unter mir. Also 10. Von daher kriegen die natürlich übelst den Damage drauf. Aber es haut einfach gut rein. Level 14 kann weg. Der Preisverfall übrigens in den Auktionshäusern. Immens. Ganz, ganz wild. Zeigt aber, wie das geht mit dem Frosten oder was? Alter, wir haben ja einen reingefrostet. Selber einen reingefrostet. So, da ist das nächste Ding erledigt. So, gucken wir nochmal eben auf der Map. Wo sind wir? Jetzt müssen wir dahin kurz markieren. Also hier wieder durch. Siste. Da sind wir doch schon. Alter, was haben wir hier für einen Riesenklumpen? Direkt mal hier speichern. Praktisch. Und das heißt, hier irgendwo muss doch wieder was sein. Jawohl. Da ist auch schon wieder die Tafel zu sehen. Und eine Kiste. Anscheinend wurden die Mobs hier schon alle kaputt gehauen. Damit haben wir den nächsten Punkt. Ach, sehr schön. Und ich bin überladen. So, dann haben wir schon den nächsten Punkt. So, und das heißt, jetzt haben wir das erledigt. Und jetzt müssen wir hier mit Jonas Alazar sprechen. Also, was hatten wir jetzt? Der Fischer. Genau, das ist der Jonas. Und den haben wir... Wo ist diese Biegung hier? Diese Anglerbiegung? Da ist sie doch. Genau, perfekt. Praktischerweise ist ja auch der Teleporter hier. Also brauchen wir am besten noch einen Teleporter hier in der Nähe. Und da ist auch einer.
So, da ist der Porter und dann gehen wir da mal eben hin. Zu dem Dude. Hätte ich auch laufen können, ne? Aber egal. Man hat genug Azot. So, alte Steine. Da sind wir jetzt also angekommen, schnell hin teleportiert. Und dann rennen wir mal eben hier. Alter, wie sie alle am Angeln sind. Die Fischer schritzen. Dann rennen wir mal eben durch. Und da ist er, der alte. Seht nicht hin, Fischlein. Der Geist ist zurück und hat sicher wieder krude Ideen. Du hast dich zu er ist auch ein bisschen durch, oder? Real? Echt? Ja, Mann. Das sind zwei grundverschiedene. Hörst du mir noch zu? Ich höre dir die ganze Zeit zu, Alter. Ich will ja diesen Staff. Überall. Und dann gucken wir direkt mal weiter rein. Was sagt denn die Quest jetzt? Das ist hier die Hauptstory wieder. Ein aussichtsloses Unterfangen. Wo ist es jetzt? Da oben. Alter, nicht dein Ernst. Da ist die Eins. Das heißt, ich porte mich mal eben dann hier zur Siedlung. Und dann rennen wir darüber. Also. Angekommen von der Siedlung. Immer Fall. Und dann einfach raus. Guck mal, das sieht schon fast aus wie ein Totenkopf hier, ne? Dann rennen wir da jetzt einfach mal hin. Grob in die Richtung. Perfekt. Ab geht es. So, sind wir hier angekommen? Wir sind hier angekommen. Ich weiß, in der Beta bin ich ja auch schon rumgerannt. Jetzt lassen wir mal eben hier die Stinkwurzel alle außen liegen. Und rennen mal einfach eben kurz durch. Also wenn das der Boss ist, dann ist der ja, dann ist der ja übelst wack. Der kann ja gar nichts hier, der Boss. Da oben ist er. Da oben wird schon gebettelt. Jawohl, mach ihn fertig von der, von der falschen Fraktion. Gib ihm. Ich meine, ich könnte ihm jetzt natürlich helfen hier, aber... Geht doch. Den nehmen wir auch noch mit. Easy. Perfekt. Alter, hier war ich natürlich noch nicht drin. Das ist ja cool. Ach, wat. Wer sind die denn hier? Story mitnehmen hier. Mahlzeit. Ah, das ist sogar der Boss hier. Das ist wirklich ein Boss. Oh fuck, habe ich gar nicht drauf geachtet. Schnell hochheilen. Heal ist einfach zu gut. Heal ist einfach zu gut. Sehr schön. So, haben wir denn jetzt das erledigt, was wir sollten? Sprich mit dem Oberbabbo. Jawohl, wir haben es erledigt. Komm, der ist noch von unserer Fraktion hier. Dem helfen wir. Schnell kaputt machen, bevor der andere noch einen kriegt. Und sogar noch einen Kristall bekommen. So ein Seelenkristall. Sehr schön. Okay, haben wir erledigt und wir porten wieder zurück oder gehen zurück zu unserem, na wirst du wohl, zu unserem Angeldude. So, wo waren wir hier? Kann ich jetzt porten?
So, da sind wir wieder angekommen hier beim Fisherman's Friend. Schnell rüber geportet von der City. Und dann gucken wir mal, was der jetzt für eine weitere Aufgabe hat für uns. Für den Staff. Einmal mehr kehrt der Geist der Verlorenen. Da bin ich wieder, jawohl. Ich erinnere mich an Dinge ausgraben, die lieber überall. Ausgrabung, okay. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Ausgrabungsorte. Gucken wir mal eben rein. Der letzte Seelenwächter. Die Adamantmine, die schreit auch gerade im Hintergrund. Hinweise auf den Untergang der Seelenwächter. Okay. Und da sieht das doch schon so aus. Die Adamantmine markieren wir mal und dann machen wir uns wieder auf die Socken dahin. Und hier sind wir dann doch. Also in Königsfels, in die Adamantmine. Genau, einfach der Straße mal folgen. Gehen wir mal rein hier. Alter, hier sind wir mitten in den Minen. Alter, oh, da ist er, der Gollum. Spawnt er. Oh, 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 oh. Alter, Erdbock. Ausweichen. Und da ist er schon platt. Easy. Und er droppt erstmal eine Fiole. Und ein bisschen Crab. So, jetzt haben wir den Riesenklotz da erledigt. Und es heißt, schon wieder zurück. Alles klar. So. Also, von der City aus erleichtert. Und jetzt gehen wir hier wieder hin. So, also sind wir wieder angekommen hier. Und können wieder abgeben bei dem Angelfritzen. Das ist aber schon eine wilde Rennerei, ne? Aber bei so vielen Parts von der Story, da geht's echt ein paar Mal hin und her, ey. Zum Glück ist der Port hier in der Nähe. Du hast es gefunden, nicht wahr? Ich hab's gefunden, Alter. Steine, ich erinnere mich. Sehr gut. Für die Seelen, das ist eine ganz schlechte Idee. Das willst du nicht. Doch, das will ich. Das ist genau das, was ich will. Das ist, was du wirklich brauchst, ist mehr Rückgrat. Wenn du diesen Weg unbedingt beschreiten willst. Alter, ich zeig dir gleich Rückgrat. Entzünde dich an einen uralten Ort, wo die Novizen. So, was sagt er jetzt? Wenn du dich dort. Neuer Novize, alte Aufträge. Wahnsinn noch einmal. Trainiere, okay. Angeheftet ist es. Story 1, also gucken wir auf der Map. Wo müssen wir hin? Alter, zur Heimatstadt quasi. Ach. Deswegen sind hier so viele Leute immer hingerannt auch. Also, Home Sweet Home, da kommen wir ganz schnell hin. Perfekt. Und wieder reisen. Guck, wie sie alle hinrennen. Ehre. So, und da sind wir schon angekommen hier. Perfekt. Was müssen wir machen? Schutzvollstrecker. Ach du Schande. Hallo. Genau den brauchen wir. Hui! Moin! Sehr gut, ey. Alter. Lass mal hier den Blut rein. Rein daneben. Und das ist der nächste. Und ich fall hier gleich runter. Nächsten haben wir auch schon. Die müssen wir jetzt eben einsammeln. Kriegen wir die überhaupt gesammelt hier? Mega.
Und dann muss da hinten noch bestimmt der dritte stehen. Und dann haben wir's, oder? Da spawnt einer. Und er ist es. Mahlzeit, Meister. Nee, gar nicht. Er hat gar keine Markierung mehr, dass er Questmob ist. War es das schon? Besiege Schutzschildwache. Besiege Schutzvollstrecker. Oh, okay. Das geht also noch weiter hier. Aber nur hier in diesem Bereich. Ach, wo sind die denn? Sind die da drunter? Mach mal keinen Scheiß, ey. Doch, hier. Sehr gut. Da war einer bei. Da war noch einer bei. Dann warten wir nochmal auf Respawn. Und dann haben wir sie hier alle. Eins Blue mit Kohle. Hier ist er. Da ist er, der Letzte. Zur Seite gehen. Also, wie ist der Stand jetzt? Und sprich wieder mit dem Angelfuzzi. Also wieder zurück zum Angeln. Krass. So, und nach der Brücke sind wir jetzt wieder hier bei unserem Dude. Sieh an, wer zurück ist. Ich bin wieder zurück, Alter. Offenbar meinst du deine Worte ernst? Noch kannst du deine Meinung ändern. Was er glaubt, ey. Dich vor unsagbarem Leid bewahren. Ja, Mann. Bist ja nett. Was Kaiser Marcus Aurelius mal sagt. Ja, Marcus Aurelius. Gib mir die nächste Aufgabe allen. Level 25 gemacht. Sehr schön. Gucken wir rein. Hier haben wir die Aufgabe. Die erste Komponente. Alter, da ist ja noch viel zu tun. Okay, da ist es. Die erste Komponente soll sich da befinden. Königsfels und dann da ganz oben im Norden von der Siedlung. Alles klar. Und wieder Schnellreise. Oh, da vorne sieht man es schon. Am Horizont wieder so eine olle Fregatte. Da müssen wir hin. Oha. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, was wir da gleich finden. Und wir sind da. Sehr gut. Jetzt geht's rein hier. Alter, wie es aussieht, ey. Cool. Ich glaube, ich komme sogar hier hoch, ne? Das sieht doch so aus, ey. Oh, ich habe hier sogar schon ein bisschen was erledigt. Ich muss weiter direkt. So.
Ohne Scheiß, Alter, Frostikus, übertrieben. Ja, finde ich auch. Okay, hier ist sogar zu, die Luken. Ah, guck mal hier. Noch eine Kiste. So, weiter geht's. Nach dem Schiff geht's jetzt ab in die Höhle. Irgendwas habe ich hier anscheinend schon erledigt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Einfach hier die Mopse kaputt gehauen. Also rein hier in die Höhle. Und da steht er, oder? Steht da der Mac? Da steht er, der Mac. Oh ja. Er ist richtig energized. Ey, ey, ey. Der hat Bock. Zack. Bleib mal stehen. Kriege ich. So. Und wir müssen immer noch weiter. Das war's hier gar nicht. Ach, jetzt bin ich irritiert. Hier oben rein geht's. Das war er noch gar nicht, der Mr. Mac. Gucke mal, ey. Wo bin ich denn hier wieder gelandet? Ah, hier unten ist es vielleicht. Ist er das hier? Ist er der Babbo? Boah, mit Schild. Fies. Und ich treffe natürlich auch nicht. Jetzt, wenn er nachlädt. Jawohl. Auch noch nicht. Also ich bin auf jeden Fall an der verkehrten Stelle. Alter, was leuchtet denn da oben? Ist das die Kiste? The place to be? Das sieht ja so aus, ey. Alter, die versteckte Truhe. Wolski, hier ist es. Runenverzierter Griff, da ist das Item. Und wieder zurück zu dem Babbo. Ah, perfekt. So, da sind wir wieder. Weiter geht's mit der Quest. Erstmal wieder abgeben. Das ist schon so lange her, Herr Wolski. Ich so einen betrachten durfte. Ja, ich habe ihn gefunden, Alter. Hätte es nicht gedacht, wa? Was haben wir jetzt als nächstes? Ist angeheftet. Schauen wir also mal eben, wo das ist. Aha. Also wieder hier ganz oben im Norden. In Immerfall. Zwei Positionen. Also ab wieder nach Immerfall und hoch in den Norden. So, und schon sind wir da. Und jetzt geht es hier einfach mal straight nach oben. Da sind auch schon so komische Erdelementare oder so magische Steine da oben. Ich bin schon echt gespannt. Ist ja schon auch ein bisschen geil. So mit den Stories. Alter, guck mal, wie das hier aussieht, ey. Der Baum, ey. Das ist aber mal ein geiler Tannenbaum, ey. Alter, was hier los ist? Was ist denn hier los? Du bewegst dich auf ehemals geheiligtem Boden, Mensch. Ja, ich merke schon. Deswegen du auch hier bist. Du bist fehlgeleitet. Kehre zurück in deine Siedlung. Nee. Ich weiß. Deine Art kann nur reden und nie zuhören. Ja. Deswegen hören nur die Meine Art ist ja auch CDU-Wähler, deswegen reden die nur und handeln nicht.
alle Lost. Meine Art. Du verschwendest unser beider Zeit. Du verschwendest und ich kenne die. Der Azotfluss, der diese Quelle speist. Was ist denn jetzt hier? Entspringt in den nahen Höhlen. Ah, etwas okay. Scheint ihn dort zu blockieren. Lasse das Azot wieder fließen. Dann werde ich dich zumindest anhören. Lassen wir es fließen. Auf jeden Aller. Also, jetzt hier rüber. Und dann lassen wir es fließen. Alter, als ob die sich hier alle irgendwie... Alter, was ist hier los? Ei, ei, ei. Guck mal, diese Schlangen hier. Nee, nee, nee. Hui. Was muss ich denn hier machen? Erstmal renne ich hier rein. Woohoo! Alter, ich werde beschossen. Oh, da ist sogar das Ziel dran. Tatsache. Dankeschön, Gollum. Tatsache. Alter, die hauen aber gut rein, ey. Hallo. Hallo, ist doch gut hier. Alter, wie sie mir einen geben. Gehen wir mal schön auf den Kielstar. Wow, laufen. Alter, mit dem Runterhauen ist aber nicht gut, ey. Sehr nervig, Alter. Okay. Okay, jetzt machen wir hier nochmal einen auf Frost. Alter, der hat mich... Das ist ja krass. Der hat mich beim Frostcasten unterbrochen. Und der Cooldown ist trotzdem da. Okay, Range ist angenehmer. Ei, 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 ei. Was für ein langer Lappen. So, da hinten war noch einer. Da ist er. Aber da kämpft auch schon einer gegen, das ist gut. Hat das jetzt gezählt? Ich weiß es nicht. Es hat nicht Kaping gemacht. Vielleicht ist da noch einer. Da ist noch einer. Ja, muss ich auch noch machen. Jawohl, er schießt auf den anderen. Ehre. Hui. Also eine Ranke mehr. Da vorne ist eine. Die muss ich noch mit kaputt machen. Dann habe ich drei Ranken kaputt gemacht. Und ich bin OOM, ey. So, jetzt hat's gezählt. Und jetzt muss ich zwei Staubpanzer, sind das die Dinger da? Bestimmt. Ja, da ist auch die Markierung wieder drüber. Ich nehme die fest. Alter, was hier los ist? Rein der Kappel. Das ist aber voll hier doch. Ja, nicht ausdenken. Aber hat schon gezählt, der eine. Und dann, Alter, ich werde ihn wohl in die Ecke geschleudert, ey. Lass mich raus! Was ein Stress! Ich stehe hier schon richtig im Schweiß, ey.
So. Ha. Jetzt muss ich zu der Frau zurück, die gerade gesagt hat, Algen, bist du sicher, was du da machst? Jetzt gehen wir mal zu der Frau da zurück. Boah, ich bin so gespannt, ne? Ich meine, das ist ja jetzt schon eine echt lange Story gewesen. Eine sehr, sehr, sehr lange Quest. Gut, die Quelle sprudelt wieder. Du hattest entweder großes Glück oder du hast tatsächlich Wort gehalten. Meinen Verdammnis, die den Azoth-Fluss in der unterirdischen Passage... Du hast deinen Teil getan, also will ich anhören, was du zu sagen hast. Ja, ich will den Staff. Gewarnt. Die Leiden der Menschen im Kampf gegen die Verdammnis sind mir gleichgültig. Ja, danke schön. Du bist er. Die Verdammnis nährt das Ego, die größte Schwäche deiner Art. Nein, jetzt geht's noch weiter. Oh mein Gott. Ego. Und so sind sie geschützt. Oh mein Gott, jetzt geht's noch weiter. Alter, was für eine Mega-Quest-Reihe. Also, das ist jetzt die nächste Quest. Die Schwäche des Egos. Beschaffe Wasser, Blütenkappe, Flusskresse. Ist doch eigenartig. So, 11 Wasser. Guck mal, haben wir also das erste schon erledigt für die Quest. Wir haben einmal hier den Teleporter in der Nähe. Was, glaube ich, schon mal super wichtig ist. Dann hier das Wasser mitgenommen. Ich nehme direkt nochmal einen Schluck mit. So, einfach frisches Wasser gegrabt. Und dann haben wir als nächstes beschaffe Blütenkappen. Blütenkappe, Flusskresse. Ah, das ist auch an den Bächen häufig. Vielleicht finden wir es auch hier. Werden wir aber finden. Oregano. Pilzlamellen. Pilzsporen. Todespartikel. Lebenspartikel. Da. Blütenkappe. Hier ist es doch. Okay, Blütenkappe habe ich. Flusskresse. Ehre. Okay, das war natürlich jetzt ein glücklicher Zufall. Also, ich hatte von den ganzen Materialien, die man brauchte, also jetzt... zum Glück nochmal alles da. Und jetzt heißt es, dreimal stelle eine Verderbnistinktur in einem Arcanum-Archiv her. Eine Verderbnistinktur. Drei Stück hergestellt. Ha! Fertig. Hergestellt. Und jetzt sagt die Quest wieder, Algen, geht zurück. Zu der Esmeralda. Und zum Glück hatten wir ja den Teleporter da. Ich weiß schon nicht mehr, wo es war. Doch, hier ist es. Perfekt. Und jetzt hin teleportieren. Oh, mega, ey. Endspurt. Es fühlt sich an nach Endspurt. Hallo, Esmeralda. Ich hab's. So, und schon sind wir wieder da. Mit Essenzen. Du musst besser geschützt sein, unabhängig davon, ob du den Samen bekommst oder nicht. Deine Aufrichtigkeit beeindruckt mich. Das ist der Grund, weshalb wir noch reden. Ich verstehe Dankeschön. Jedoch, die zornigen Erdkreaturen wollen mehr als bloße Aufrichtigkeit. Ja, ich will sie auch, ich will sie auch ausrotten. Aber beseitige bitte so viele, wie du kannst. Mach ich, ich werde sie alle komplett vernichten. Pläne, wie sie ihre Seuche weiter Pläne der Pestilenz. Erbeute Folgendes von den Verderbten am Ort Ebenholzsteinhöhle. Alles klar, Allah. Da oben ist es. Yes! Und wir rennen wieder rein. Oh, hier sind wir. Und hier müssen wir jeden in der Region kaputt hauen. Und was für eine Riesenhöhle. Alter. Ach du Scheiße, was ist hier los? Oh, was ist das? Muss ich den Kühlschrank? Muss sie nicht kirschen. Oh, ich bin schon wieder fast voll. Oh mein Gott. Anscheinend wird hier gleich irgendwas passieren.
ist er der Boss. Tatsächlich doch noch ein Boss-Mob. Ehrenhaft. Irgendwie loot er so. Ei, 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 ei. Ich glaube, das war's. Was sagt die Story? Geh zurück und quatsch mit der. Machen wir, alles klar. Wild! Okay, das war wirklich wild. Ey, und da sind wir schon wieder zurück hier am schiefen Haus. Na, kommt man hier durch? Kommt man doch bestimmt irgendwie durch. Ja, yeah, da sind wir auch schon wieder. Ich hörte die Schreie und mich erfüllte dabei eine tiefe Zufriedenheit. Ja, wir haben auch richtig Gas gegeben. Unmöglich, deiner Bitte wurde stattgegeben, Mensch. Wisse, dass dafür ein so großes Opfer nötig war. Und es ist so ein Geschenk. Nie nächster Part. Gaben der Natur heißt das jetzt als nächstes. Reise nach Anglerbiegung. Alter, zurück zu dem Oberangler. Zum 12. Mal hier beim Fischers Fritze. Und die nächste Quest abgeben. Abgefahren. Was eine wilde, wilde, lange Questreihe. Erleichtern, das überrascht mich nicht. Die zornigen Erdkreaturen ja, sind keineswegs für den nächsten Silber. Eine beträchtliche Menge. Musst du es im Amrain-Tempel schmieden. So, ja, Silber, davon schreit er schon gerade. Beschaffe Silberbarren für das Kreuzstück des Azoth-Stabs. Wir haben den Griff, das Kreuzstück und dann kommt noch was. Alter, wir haben noch viel vor uns. Wir haben noch richtig viel vor uns. So. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Ich glaube nicht. Also, rein in den Lachs. Und jetzt hauen wir hier schön drauf, dass wir hier den nächsten Abschnitt auch mal absolvieren können, oder? Kann doch nicht sein. Jetzt machen wir nochmal Zusatz, eine andere Schadensart. Jetzt hat's gezählt. Jetzt hat's gezählt. Hier ist der Loot. Ei, ei, ei. Und ich habe mich mal gefragt, wofür dieser Sockel hier ist. Der kleine Amboss. Ei, ei, ei. Das war aber jetzt haarig. Also. Silber eingepackt, ne? Das war das. Silber eingepackt. Dann hier hingedüst. Hier den Dude kaputt gemacht. Das dritte Mal, weil leider verbuggt. Und jetzt zurück zum Angler. Jetzt wieder zurück zum Angler. So. Also. Gehen wir nochmal eben ab hier. Ah, das verheißene Kind kehrt zurück. Und bringt sogar ein Kreuzstück aus strahlendem Silber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Azoth-Stab schließt die Aufgabe ab, um Folgendes zu erhalten. Du wirst einen Teil deiner Seele opfern müssen. Ja, ich opfer einen Teil meiner Seele. Lege die Teile des Stabs auf den Altar der Ahnen, beim zerstörten Obelisken, und halte dich dann bereit. Ich werde im Geiste bei dir sein. Ehre, Alter. Sehr gut. Also, schauen wir nochmal eben rein. Besuche zerstörten Obelisken, um den Azoth-Stab zu schmieden. Oh, wo? Doch, da. Ah, okay. Also, da, wo wir auch gerade eben waren, heißt wieder zurück. Nee, doch ein Stückchen weiter, nicht wo wir gerade waren. Da, wo dann auch der Dungeon ist für Level 35 oder sowas. Genau, Stufe 35. Okay, also düsen wir hoch nach Immerfall in die Siedlung und rennen dann runter. Eben war hier und jetzt ist es hier. Sehr gut, auf geht's.
Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das hier für ein komischer Glimmer, ey? Darf ich da jetzt rein? Fup. Ich glaube, ich bin drin. Ich hör sie schon schreien hier an allen Ecken und Kanten. Irgendwie muss ich da jetzt rein, ey. Alter. Was ein epischer Tempel hier. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wer seid ihr denn alle? Oh. Lacker? Nein, ich wusste ja, dass der da ist. Hui. Bin ich denn hier richtig? Kann ich das Ding hier schmieden? Azoth-Stab herstellen. Hier ist es richtig. Alter, da ist er. Gib mir den Stab. Yay. Da ist er. Da ist er. Werkzeug. Gewöhnlich. Und er ist angelegt. Oh, was ein Geraffel, oder? Was für ein Geraffel. Und jetzt geh nochmal zum Fisherman's Friend. Und schnack mit dem alten Schnacker. So, also. Jetzt haben wir doch tatsächlich die Hauptstory für den Staff quasi durch, ey. 3,5 bis 4 Stunden, würde ich sagen, musst du auf jeden Fall rechnen. Hätte ich so ein paar Mats nicht gehabt. Und die Karte. Willkommen zurück. Krass. Sieh dich an. Immer noch so unbescholten wie ein Neugeborenes. Die meisten anderen. Zack. Das heißt immer, hast du deinen Stab. Was hat er denn jetzt für uns? Jetzt müssen wir den Azoth-Stab tatsächlich auch noch testen. Das ist aber wiederum ganz cool. Hep. Und zwar direkt hier vorne. Da rennen wir direkt mal hin. Da ist ja so eine verderbte Area. So eine dauerverderbte Area. Jetzt weiß ich auch warum. Und wir müssen das... Ah, guck mal, hier sind so Bällchen. Ja, Mann. Ah, und ich habe mich schon immer gefragt, guck mal, da stehen sie, ey. Bäm, sehr cool. Und ich habe mich schon immer gefragt, bei so großen Verderbnisknoten, ob man da irgendwo Enter E drücken muss oder sowas. Und ich habe es halt nie gesehen. Und da standen welche und die haben da irgendwie so kanalisiert. Bäm, sehr schön. Siehste. Jetzt werde ich das demnächst auch machen. Random in der Welt gespawnte Teile. Zack, Nummer 3. Ach, super, ey. Hast den Riss geschlossen. Ich hab den Riss geschlossen, Alter. Und irgendwie spackt sie gerade übelst ab. Also machen wir mal eben. Oh, zack, ja. Abschluss. Nebeneffekt. Erledigt. Und jetzt gibt's nochmal eine Aufgabe. Alter, ich werd wild, ey. Suche nach dem Herzjuwel. Alles klar. Und dann geht's ab in den ersten Dungeon. Geil! Also, richtig, richtig geil. Durchgeballert. Die gesamte Questreihe. Alter. Aber, uff. Richtig, richtig cool, ey. Hat doch Spaß gemacht. Tja, wenn dir das Ganze gefallen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.